Man hat dann befürchtet, dass es eben sozial Ungleichheit zu Ungleichheiten führt. Das hat sich aber in Bayern ja nicht bewahrheitet. Ich hatte ja vorhin schon die Zahlen genannt, die Steigerungsraten. Das hätte sich ja da bemerkbar machen müssen. Man hätte ja sagen müssen, okay, keiner kommt mehr, wenn es keiner zahlen will. Aber in unseren Zahlen schlägt sich das erstmal überhaupt nicht nieder. Wir haben in Bayern gezeigt, dass nicht das eintritt, was alle gesagt haben. Vor allem nicht bei der Höhe, wie sie sind. Wenn nach 10 Semester maximal 5.000 Euro an Schulden vielleicht da sind über Studienbeitragsdarlehen. Und wenn ich dann in Relation setze, dass BMW, glaube ich, die Ingenieure mit einem Anfangsgehalt von etwa 45.000 Euro einstellt und ich muss 5.000 Euro plus Zinsen, sind es maximal 5.500 Euro, zurückzahlen, verehrte Damen und Herren. Und wenn ich so viel Vorteil im Studium habe, dann kann ich doch nur sagen, ja, das ist gut investiertes Geld. Wir haben in manchen Fakultäten bis zu 25 Stellen schaffen können. Und ich muss ausdrücklich betonen, die sind nicht für die Grundausstattung der Universität, sondern sie dienen der Verbesserung der Lehre. Die anderen Bundesländer gehen eben nicht her und legen die Mittel auf den Tisch. Dann werden sukzessive weniger und danach sind wir wieder enttäuscht, dass die Studienbedingungen schlechter sind. Und schlechtere Studienbedingungen führen zu schlechterer Qualität. Und 500 Euro, sehen wir ja, halten nicht vom Studium ab. Also Quintessenz, auch wir müssen auf unserer Seite mehr tun. Wir werden es auch weiterhin tun, um für Stipendien zu werben. Aber auf keinen Fall raus, was der Qualität dient und einfach zeigt, Bildung ist was wert und dafür ist man bereit, was zu investieren.